Hallihallo, herzlich willkommen zurück hier in Risen. Wir sind im Sumpflager angekommen, haben uns gerade hier ein bisschen mit Doug unterhalten. Ah, guck mal, Tony! Hau bloß ab, Mann, ehe ich mich vergesse. So, was jagst du? Was jagst du hier im Sumpf? Da gibt es so einiges, was man hier jagen kann. Doch versuche ich mich schon seit einigen Tagen mit diesem Wurm drüben im Westen. Doch allein ist mir das Monstrum einfach zu gefährlich. Wäre mir lieber, ich hätte Hilfe. Warum nicht? Was wäre, wenn ich dir helfe, den gefährlichen Wurm zu jagen? Ich bin nur ein einfacher Jäger. Viel habe ich nicht. Aber wenn wir das Ding gemeinsam erledigen, gebe ich dir 30 Gold. Bereite dich aber besser vor. Das Ding ist nicht ohne, sag ich dir. 30 Gold. Los, lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Zieh deine Waffe und auf geht's. Bleib dicht hinter mir. Steck das Ding halt weg. Die Fresse. Geh lieber woanders hin. Wo ist der Kackwurm? Auf sie mit Gebrüll. Oh, da ist er. Ja. Ja. Ja, alleine töten ist erst scheiße anstrengend. Ha! Ja. Na bitte, geht doch! Ja, scheiß Ausweicherei die ganze Zeit. So. Was denn? Ich hätte auf meinen Vater hören sollen. Der hat mich vor dem harten Geschäft eines Jägers gewarnt. Hättest du das mal gemacht? Um den gefährlichen Wurm brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sehr gut. Dieses Monstrum hat mir echt Angst gemacht. Das ist mir 30 Goldmünzen wert. Okay. Okay. Du bist ja eigentlich ein Netter. Ist ja ein ganz Netter. Problem ist, der ist nur Jäger. Das ist jetzt keiner von den Leuten vom Don. Also das, also nicht per se. Das ist nur ein kleiner Jäger. Und die Leute vom Don, die sind wahrscheinlich nicht so nett zu mir. Hallo. Hallo. Was ist? Was machst du hier? Wache schieben. Und? Wie läuft die Wache? Beschissen. Wieso? Stell du dich mal Tag und Nacht in den Sumpf. Ist dir kalt? Nein, hier stinkt's. Bist du ein guter Kämpfer? Zum Bauernklatschen reicht's. Ja, so siehst du auch aus. Was machst du hier außer Wache schieben? Das Lager verteidigen. Gegen was? Biester. Welche Biester? Die aus den Ruinen. Wo genau sind diese Ruinen? Überall da, wo der Boden Buckel hat. Ach du heilige Scheiße. Das Problem ist, ich kenne tatsächlich Leute, die so sind. Konversationen mit solchen Leuten, das ist eine Katastrophe. Bruder. Höpf. Greg. Hey, Ossi. Du bist hier der Schmied? Ich bin nicht nur ein einfacher Schmied, Jungchen. Sondern? Ich bin der Beste und ein guter Goldschmied noch obendrein. Kannst du mir das Schmieden beibringen? Tja. Ein Mann aus der Vulkanfestung will das Schmieden lernen. Wer ahnt denn sowas? Aber gut, wenn du es unbedingt willst. Das wird dich allerdings etwas kosten. Ich brauche Waffen. Das sagen alle. Aber kannst du dir das auch leisten? Wenn ja, ich will lieber gar nicht wissen, woher du das Gold hast. Zeig mir deine Ware. Ui. Bastardschwert, Zweihandschwert. Das ist halt echt scheiße. Du bekommst sehr viele Bastardschwerter Zweihandschwerter, aber mit sowas kann ich halt mein Schild nicht mehr benutzen. Das ist halt richtig kacke. Was hab ich für ein Schild? Ich hab, glaube ich, einen besseren Schild, oder? Ja, natürlich habe ich einen besseren Schild. Ach, du hast generell nur Crap, Alter. Hau ab.
Und du kriegst von mir sicher keine 100 Goldstücke für was, was ich gratis bekomme. Wegen Rachel. Ah, noch jemand, den ich füttern muss. Was willst du? Solltest du nicht bei deinen weißen Freunden in der Vulkanfestung oder der Hafenstadt sein? Ja. Ich muss mit dem Don sprechen. Habt ihr und euer verfluchter Inquisitor nicht schon genug Schaden angerichtet? Niemals. Was zur Hölle wollt ihr denn jetzt noch von meinem Mann? Nein, nein, solange du keine guten Nachrichten von Inquisitor Mendoza überbringst, bleibst du hier draußen. Du hast sowieso nichts zu melden, hau ab. Halt! Keinen Schritt weiter! Wie sieht's aus? Ich habe keine Zeit, mit dir zu plaudern. Ich muss aufpassen, dass Typen wie du nicht ohne Erlaubnis zu Don Esteban reinspazieren. Also mach, dass du wegkommst. Der Inquisitor schickt mich. Ich soll mit Don Esteban sprechen. Ach so, okay. Konnte ich ja nicht wissen. Geh rein. Das war leicht. So, hallo. Hey du, komm mal her. Ich muss mit dir sprechen. Wer bist du? Das ist unwichtig. Es reicht, wenn du weißt, dass mein Boss ein großes Interesse an dir und deinen Fähigkeiten hat. Er hat mich geschickt, um dir ein Angebot zu machen. Wen soll ich töten? Aber nein, es ist nicht so, wie du denkst. Wir brauchen keinen Kopfgeldjäger, eher jemanden mit Köpfchen. Mein Boss ist davon überzeugt, dass du der Beste für den Job bist. Ja, und wer bist du? Schluss mit dem Gefasel. Was will dein Boss von mir? Du sollst jemandem helfen, der sich selbst nicht helfen kann. Du sollst etwas finden, was dieser jemand nicht alleine finden kann. Und du sollst eine wichtige Entscheidung treffen, die dieser jemand nicht selbst entscheiden kann. Hä? Werde mal konkret. Wem soll ich helfen? Einer Frau. Sie hat eine kleine Kneipe unten am Hafenkai in der Stadt. Oh, ich hab's geahnt. Du redest von Patty. Ich sehe schon. Dir kann man nichts vormachen, was? Schon mal was von goldenen Kristallscheiben gehört? Ich hab so einiges gehört, auch von deinen goldenen Scheiben. Hilf uns, und du wirst mehr darüber erfahren. Ja, wer bist du? Was wollt ihr von Patty? Nichts, was sie nicht auch will. Keine Sorge, wir wollen ihr kein Leid zufügen. Alles, was wir wollen, ist, dass du zu ihr gehst und tust, was sie von dir verlangt. Das ist alles? Aber ja doch. Das ist doch nicht so schwer für dich, oder? Und was springt für euch dabei heraus? Du wirst schon früh genug alles erfahren, was du wissen willst. Nur so viel. Wenn du das Angebot annimmst, wirst du fürstlich dafür belohnt werden. Also, was sagst du? Das. Sag deinem Boss, er kann mich mal. Ich werde es ihm ausrichten. Schade. Du scheinst keinen Riecher für gute Geschäfte zu haben. Aber wie du willst. Nun, du hörst von uns. Hoffentlich nicht. Schönen Tag noch. Da ist er. Hey, du. Was fällt dir ein, hier einfach reinzuspazieren? Wer zum Geier bist du? Wie kommst du dazu, mich bei meinen Geschäften zu stören? Ich komme aus der Vulkanfestung. Das sehe ich. Und? Soll ich jetzt etwa beeindruckt sein? Ich komme vom Inquisitor. Er möchte dir ein Geschäft vorschlagen. Dann lass mal hören, was der feine Herr mir anzubieten hat. Wow, der Ton hat sich jetzt aber schnell verändert. Er sucht goldene Kristallscheiben. Na und? Was habe ich damit zu tun? Er möchte, dass du sie besorgst. Was bietet er für die Scheiben? Du erhältst die Erlaubnis, alle Ruinen zu plündern. Jedenfalls die, die du momentan besetzt hältst. Das ist in der Tat ein Angebot. Ich bin einverstanden. Die Scheiben gegen die Ruinen. Sag mal, was hat der Inquisitor mit den Scheiben eigentlich vor? Das geht dich nichts an. Naja, er wird schon wissen, wofür er sie braucht. So wie sich das anhört, haben wir ohnehin keine Verwendung für sie.
Aber mit dem Gold aus den Ruinen können wir was anfangen. Es ist also ein gutes Geschäft. Für beide Seiten, wie ich meine. Wo sind die Scheiben? Nun, eine habe ich hier. Da hast du sie. Geh und bring sie deinem Inquisitor, aber verliere sie nicht. Ich hoffe für dich, dass ich es nicht bereue, sie aus der Hand gegeben zu haben. Klar. Wo sind die anderen Scheiben? Keine Ahnung. Aber ich habe da so eine Vermutung. Wir haben eine neue Ausgrabung in einer Tempelruine im Osten, nicht weit von eurer Vulkanfestung. Mein Leibwächter Fincher organisiert das gerade. Wenn ich du wäre, würde ich ihn mal danach fragen. Vielleicht findest du eine der Scheiben dort, in diesem Osttempel. Wieso vermutest du eine der Scheiben ausgerechnet in Finchers Osttempel? Die meisten Ruinen auf der Insel sind klein und bereits geplündert. Es gibt nur wenige größere Tempelanlagen. Eine davon siehst du hier. Wenn der Inquisitor in seiner großen Festung da oben die Scheiben nicht hat und ich die restlichen Scheiben nicht habe, dann könnte eine davon im Osttempel sein. Aha. Wer ist Fincher? Ach, du bist Fincher. Da hast du ja noch mal Glück gehabt, was? Warum? Na, du lebst noch. Für einen Moment dachte ich, Esteban reißt dir den Kopf ab. Macht er das mit allen Neulingen? Nein, aber gewöhnlich wagt es niemand, ihn derart herauszufordern, wie du es getan hast. Ich gebe dir einen guten Rat, Kleiner. Unterschätze ihn nicht. Er durchschaut es schnell, wenn jemand versucht, ihn auf den Arm zu nehmen. Womit dienst du dem Don? Ich bin seine rechte Hand und Leibwächter. Ich kümmere mich um die Erschließung neuer Ausgrabungsstätten und halte ein Auge auf euch, Jungs aus der Vulkanfestung. Mehr Ärger, als wir ohnehin schon haben, können wir nicht gebrauchen. Also benimm dich hier im Lager, klar? Oh ja. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Wir fanden den Stein hier in diesem Tempel. Angeblich soll er seinen Benutzer teleportieren können. Hier hast du ihn. Wir haben keine Verwendung dafür. Sehr gut. Was macht dieser merkwürdige Kerl da am Eingang? Du meinst Balturo? Er ist einer von Kapitän Romanovs Männern. Ja, klar. Der alte Pirat sendet öfter mal jemanden zu uns. Der Don macht Geschäfte mit ihm. Meistens irgendwelche kleinen Gaunereien. Nichts Wichtiges. Jedenfalls nicht für mich. Verstehe. Wie ist die Lage? Unsere neue Ausgrabung im Osten macht mir Sorgen. Ich habe einen Trupp Männer zum Eingang dieser unterirdischen Tempelruine im Osten geschickt, den unsere Schatzsucher öffnen konnten. Doch irgendwas stimmt da nicht. Sie müssten eigentlich schon längst wieder hier sein. Ich werde mir den Osttempel mal ansehen. Ja, das ist gut. Es wird Zeit, dass Ihnen mal jemand Feuer unterm Hintern macht. Der Anführer der Truppe heißt Danilo. Geh zu ihm und sage ihm, dass ich ihm den Kopf abreiße, wenn er nicht bald in die Hufe kommt. Hier, ich zeige dir auf der Karte, wo du den Eingang findest. Viel Erfolg. Cool, ein zweiter Stein. Ja, okay. Gut, das haben wir. Also, safe. Gut, dann, Der Schmied hat zwar sehr geile Waffen, aber halt leider nur so Zweihandzeug. Ich glaube, wir hopsen jetzt mal in die Stadt zur Paddy. Paddy Boo. Hüpf, hüpf. Wie komme ich denn von hier jetzt überhaupt in die Stadt? Okay, ja, das ist eh nicht so weit. Ah, cool. Dann kann ich die Karte ja offen lassen. Tralali und tralala. Wir vergessen sich zu looten. Moment. So, hier. Ja, genau. Stachelratten! Hoho! Habe ich da gerade deine komplette Familie ausgelöscht? Sorry.
Tut mir fast leid. So. Map. So, hier hüpf, hier hüpf. Hallo, Mr. Stachelratte. Auf Wiedersehen, Mr. Stachelratte. Okay. Ja, genau, das ist der richtige Weg. Richtung Stadt. Mana-Pflanze. Nice. Bisschen spazieren gehen. Oh, es pisst schon wieder. Regnet aber auch dauernd in dem Kackspiel. So. Hier hüpf, hier hüpf. Und jetzt. Entweder so. Aber das ist jetzt egal. Zack, zack, zack. Und ciao. Kurzer Prozess. Nehme ich. Ohne Wichtelkappe. Wichtelkappen sind geil. Der Weg. Ja, oder? Der Weg führt in die Hafenstadt. Das ist gut. Ein Heilwurzelchen. Schwarzer Wolf. Ist jetzt auch nicht so gefährlich. Haha, wie er Saltos macht. So, ein Schlückchen aus dem Heiltrank. Ein Zwischenspeicherchen. Gut. Ja, damit sind wir eigentlich schon wieder an der Hafenstadt. Na, ihr. Dreckiger Geier. Oh, warte mal. Theoretisch müsste ja Patty hier irgendwo rumsitzen. Da ist sie. Ja gut, aber solange die da rumsitzt, ist mir das ja nur recht. Gut. Dann können wir ja unseren geheimen Tunnel benutzen. Ne, falscher Weg. Das ist der richtige. So. Hallo. I'm back. Bitches. Gut, Hafenstadt. Wir werden mal gucken, ob vielleicht Carlos diesen Stein hat, den wir brauchen. Den Teleportstein.
Hallo. Ja. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Hier, nimm diesen magischen Stein. Er wird dich hierher zurückbringen, wenn du ihn benutzt. Sehr gut. Genau das wollte ich. Gut. Map. Gut, mehr brauche ich von hier jetzt eigentlich eh nicht. Ich kann auch nur schnell zu dem Schmied hier schauen. Ob der jetzt, nachdem jetzt hier Kapitel 2 und so, vielleicht hat der jetzt neues Zeug. Zeig mal, was du hast. Der hat einen Helm. 200 Goldstücke, gar nicht so tragisch. Ein Rapier, Klingenschaden 38, was habe ich? 30. Und der gibt mir Schwertkampf plus 2. Da brauche ich halt elendiglich viel Geschicklichkeit dafür. Das macht um 5 mehr Damage. Naja. Also auf jeden Fall will ich mal den Helm. Und dafür kriegst du den ganzen Ranz, den ich da mit habe. Hintermesser, Machete. Das brauche ich ohnehin alles nicht. Das genauso wenig. Sonstiges, was haben wir denn dann noch? Ah, ich bin sowieso schon drüber. Okay. Davon einen vertickern. Ich gebe dir noch 48 Gold. Gut. Danke. Und Helm aufsetzen. Yay, ich habe einen Helm. Jetzt fühle ich mich geschützt. Denn ich habe einen Helm. Wenn ich schon mal da bin. Kampf. Unterrichte mich im Kampf. Stärke. Ich will stärker werden. Weiter so. Danke. Ach. So. Mehr Damage. So. Gut, dann gehen wir jetzt wieder raus. Und quatschen mal mit Paddy. Paddy, Hattie, Waddy, Schnaddy. Ready. Clady. Puppetti. Es hat schon eine geile Mucke, das Spiel. Da kann man echt nichts sagen. Es sind ein paar sehr, sehr feine Musikstücke dabei. Es ist zwar jetzt nichts dabei, was irgendwie an Dingsbums erinnert, hier an Gothic, aber es ist schon trotzdem gut. Hallo. Kennst du einen Mann namens Balturo? Nein, hab den Namen nie gehört. Merkwürdig. Er scheint dich sehr gut zu kennen. Er und sein Boss bestehen darauf, dass ich dir helfe. So, so. Naja, ich kann mir schon denken, warum. Mach dir darüber keinen Kopf. Mit denen werde ich schon irgendwie fertig. Danke für die Nachricht. So, Patty, es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. Was genau hat es mit dem Brief deines Vaters auf sich? Und mit den Bienen und den Blumen. Nun ja, es ist so. Mein Vater ist vor einiger Zeit hier auf dieser Insel gewesen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Gewesen? Er ist also gar nicht auf der Insel? Nein, ich denke nicht. Aber er hat etwas hier hinterlassen. Etwas so Wertvolles, dass uns jeder Halunke in der Hafenstadt auf Anhieb dafür umbringen würde. Und was soll das sein? Das erzähle ich dir, wenn wir den nächsten Hinweis gefunden haben. Also gut. Was hast du jetzt vor? Mein Vater hat ein weiteres Versteck, etwas weiter im Inland der Insel. Seinem Hinweis zufolge befindet es sich in einem Grab. Ich will dieses Grab finden. Ich werde dich auf deiner Suche begleiten. Gut, wie du willst. Ich glaube, ich weiß, wo sich das Grab befindet. Also werde ich vorgehen. Sag mir, wenn du bereit bist. Jo.
Alles klar. Lauf. Ich werde dir folgen. Gut, aber wehe, wenn ich auf dich warten muss, klar? Paddy, Heddy, Schneddy. Ready, Maladdy, Popaddy. Sorry, ich muss einfach gerade ein bisschen singen. Mir ist gerade so noch singen. Paddy, Paddy. Heddy, Schneddy, Popaddy, ready. Oho. Pass auf. Oh, 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 Ja, ja. Gut so. Entschuldigung. Okay, sie dürfte eh 7 Millionen Lebenspunkte haben, somit hat ihr das nicht sonderbar wehgetan. Wie gesagt, kampftechnisch nicht meine Episode heute. Wölfchen. Alter. Ich muss aufhören, dauernd die Paddy zu ritzen. Das war leicht. Nicely done, Missy. Good job, good job. Gucken. Okay. Komm weiter. Ja, ich komm ja. Stress mich mal nicht. Aufgepasst. Juhu, Monster. War ja! Das war ja! Ja! Da ist wieder eins! Ja, so ist es richtig! Moment! Komm weiter! Ja, ich komm ja! Alte Stressbacke! Wo laufen wir hin? Oh, liebe Paddy! Okay. Ja. War das alles? Boah, kann ich dich bitte immer mithaben? Die ist ja super duper nützlich, die Frau. Mir nach. Boah. Okay, aber sie nervt. So, Heddy Paddy. Hui. Die waren alle vorher noch nicht da. Oh, das wird lustig. Ja! Das war leicht. Da ist wieder eins. Ja! Das war leicht. Pass auf. Ja, ja, ich pass schon auf. Sorry, dass ich dich da kurz von deinem Weg abbringen musste, liebste Paddy. Aber die waren mir schon eine Weile ein Dorn im Auge, die Kollegen. So. Mir nach! Ja, ich komm ja. So. Mal kurz zwischendurch einen Heiltrank süffeln. Ah, Energie. So. Wo laufen wir überhaupt hin? Okay. Da oder da? Okay. Okay, okay. Das ist jetzt mal Richtung Sumpflager. Schon wieder ein Kackwolf. Die waren alle vorher nicht da. Oh, das wird lustig. Na? Ja. Wer liegt jetzt am Boden? Ja. Gut so. Also ich habe noch nie einen Wolf solche Saltos schlagen sehen, aber okay.
Aha, wir gehen nicht ins Sumpflager. Wir gehen da außen dran vorbei. Oh! Pass auf! Nun denn. Nein! Alter, hör auf, dauernd Paddy anzustechen. Okay. Oh je. Was tue ich jetzt hier? Erstmal die Kiste da plündern. Und nochmal von vorne. Wer sagt's denn? Yeah, ein mittlerer Heiltrank. Jetzt bin ich dann sowieso bald mal auf dem Level, wo ich die mittleren brauche. Oh, so. So, hier muss es sein. Was? Und was machen wir jetzt? In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier, ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung, ich mach das schon. Na gut, aber verlier den Schlüssel nicht, klar? Namenlose Halunke. Hier ist was vergraben. Juhu. Ach, ich erinnere mich. Das sind die namenlosen Gräber. Da gibt es ein paar davon. So namenloser Dieb, namenloser Halunke, namenloser Krieger, bla bla bla. Ja, natürlich. Stahlbarts alte Schatulle. Na, siehst du? Kannst du mal gucken. Ich hab's. Hier, ich hab diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. In der Schatulle ist etwas. Ach ja, ich verstehe. Das ist er. Der nächste Hinweis. Das ist ja großartig. Mhm. Raus mit der Sprache, was steht da drin? Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Du könntest genauso gut mit diesem üblen Piratenkapitän Romanov unter einer Decke stecken. Das ist doch jetzt wohl nicht dein Scheiß Ernst. Jetzt reicht's. Du willst mich wohl verarschen. Ich reiß mir ein Bein für dich aus und du vertraust mir immer noch nicht. Ja, ja, schon gut. Ich denke halt nur... Na was denn? Also gut. Halt die Klappe und hör mir zu. Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja, ein Pirat, der sein Gold vergräbt, wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, die genau das Gleiche vermuten. Romanov. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So, jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Mhm. Okay, wie kann ich dir helfen? Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von 5 weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na, großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich mach dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters genau befindet. Ah, toll. Toll. Du sitzt hier rum und ich hab Romanov am Hals. Jetzt pass mal auf, du Held. Erstens. Du würdest aus den Hinweisen meines Vaters sowieso nicht schlau. Und zweitens, wenn dir das nicht passt, kannst du gerne wieder gehen. Finde ich gut. Was? Jedes Mal, wenn du explodierst, sagst du Held zu mir. Ach, lass den Unsinn. Wir haben schon viel zu viel Zeit vertrödelt. Kleiner Charmeur. Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Hier, ich zeig dir auf der Karte die Stellen, wo sich die Gräber befinden. Ich bleibe so lange hier und versuche herauszufinden, wo der Schatz meines Vaters ist. Sei aber vorsichtig.
Vergiss nicht, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Ich mach das schon. Das hoffe ich. Viel Glück. Kannst du mir was beibringen? Vielleicht was, was uns bei der Suche weiterhilft. Ich habe ein paar nützliche Talente gelernt. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Ja, und was? Was kannst du mir beibringen? Oh. Ja. Zeig mir, wie ich unmögliche Schlösser knacken kann. Um an die wahren Schätze zu kommen, brauchst du mehr als einen Dietrich und ein bisschen Glück. Du brauchst ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl. Da du nicht weißt, wie so ein Schloss aufgebaut ist, musst du zuerst den Mechanismus mit deinem Dietrich ertasten. Erst wenn du ein genaues Bild vom Aufbau des Schlosses hast, weißt du, welcher Bolzen und welche Feder gespannt oder gedrückt werden muss. Nice. Danke, Paddy. Wo gehst du jetzt hin? Ah, du bleibst hier rumstehen. Alles klar. Gut, Freunde, das reicht auch wieder für eine Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Peace und Freundschaft. Euer Eggy, pfiat euch und Baba.